will nicht wissen, warum das hier rutschig ist, Mama. Nee, lieber nicht, Mama. Nee, ich will nicht schon wieder meine Video würgen. Also raus hier. Monika, wenn du das siehst, du hast deine Stiefel vergessen. Die waren nicht so günstig, finde ich. Warum lässt du die hier? Oh mein Gott. Da sieht man den Schweiß auf meiner Stirn. Hier, keine Ahnung. Nee, weg. Boah, weg. Heiko, es ist gerade auf der anderen Seite jemand ins Gebäude gekommen. Ich habe Schritte gehört und die Tür. Alles klar, ich komme raus. Wir haben hier heute einen ganz besonderen Lost Place tatsächlich. Es ist wahnsinnig laut, es tut mir leid. Und zwar haben wir hier eine Location, die sowas von multi-optional ist. Wir haben hier eine Disco, wir haben hier einen Döner-Kebab-Spieß, Döner-Gedöns. Wir haben hier ein Freudenhaus. Habe ich noch irgendwas vergessen? Alles in einem. Ach ja, und oben sind auch noch Wohnräume tatsächlich. Also das wird hier sehr, sehr interessant. Vor einer Woche habe ich mir das Ganze schon ein bisschen angeguckt. Damals sind wir waghalsig da rein. Ich habe das ausgecheckt. Heute bin ich hier mit Heiko. Das wird eine interessante Nummer. Bleibt unbedingt dran. Guckt euch die einzelnen Räume an. Ich verspreche euch, es wird super interessant. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Los geht's. Auf die Plätze fährt nicht los. Man sieht mich im Garten. So, Tür zu. Mittlerweile ist der Heiko Reality, aber es wird natürlich wie immer verlinkt. Wir haben hier eine Location, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, wie ich hier anfangen soll, ehrlich gesagt, weil das so komplex hier ist. Wir haben hier verschiedene, ich nenne es mal Themengebiete, die alle auf ihre eigene Art und Weise sehr einzigartig sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Gehen wir einfach mal nach oben und gucken uns erst den ehemaligen Wohnbereich an. Das ist natürlich mit einem kaputten Knie nicht das Optimalste. Hier an der Treppe fällt auch die Tapete wieder, auf die auch unter die Decke tapeziert wurde. Da sieht es aus, als wenn jemand auch vor kurzem erst Wände reingezogen hätte. Aber wenn man sich das hier so anguckt, wird glaube ich schnell klar, dass das schon länger her sein muss. Und wenn man so läuft, fühlt sich das auch nicht mehr sehr stabil an. Und auf jeden Fall sind wir jetzt in einem der Privaträume oder wo halt private Sachen zum Schluss untergestellt und gelagert wurden. So sieht das für mich aus. So, dann haben wir hier Kartons. Ich versuche mal ein Stück näher ranzukommen. Also wenn man sich das jetzt mal so anguckt, hier wurde auch wieder versucht mit den ganzen Dingen, die hier einfach natürlicher Art und Weise mal vorhanden waren, zum Beispiel mit Türen, hier die Fenster zu sichern. Das ist einfach so groß und so verwinkelt hier. Wie gesagt, in den Teil mit der Disco, da kommen wir von hier, von diesem Gebäudeteil, da kommen wir gar nicht rein. Wir müssen einmal komplett außen rum gehen. So, ich lese ja auch immer ganz gerne. Es ist ein bisschen blöd, weil ich werde es pixeln müssen für euch natürlich. Hier haben wir, bitte fahren Sie das auf, Leistungsnachweis, Entgeltbescheid, 3.416 Euro vom 3.6.2009 bis zum 15.11.2009, okay. Da wir hier auch ein freudiges Etablissement haben, werde ich das jetzt mal nicht anfassen. Ich weiß auch wieder nicht, was das für ein Zeug sein könnte, abgelaufen, aber im August 2017. Vielleicht muss ich es nicht pixeln, wenn ich von hier filme. Ich denke, das kann ich so lassen. Hier sind noch Fotos, Familienfotos, die für mich hier einfach auch schon gar nicht mehr reinpassen. Also es gibt auch Geschichten, aber da komme ich gleich drauf zu. Ich möchte auch gucken, dass wir jetzt fix wieder in den Erdgeschossbereich kommen. Wir müssen hier aber aufpassen. Da vorne ist direkt die Straße. Das übliche Ding, es fährt jemand vorbei, guckt durch Zufall nach rechts und wir sind aufgeflogen. Man ist hier einen Schritt drin, da drüben sind auch Nachbarhäuser und man muss, ist praktisch schon enttarnt. Aber da oben haben wir dann noch die Preistafel, Alkoholangebote des Tages, alkoholfreie Getränke und selbst der Döner-Breter, so nenne ich es jetzt mal, ist noch da. Aber wie gesagt, ich möchte hier tatsächlich nicht entdeckt werden, deswegen werden wir diesen Bereich auch wieder verlassen, jetzt fix. So, und wenn man in einer Küche arbeitet, muss man auch gewisse Dinge lagern, wie zum Beispiel Frittier- und Bratenfett, was jetzt hier auch immer noch steht. Weiß ich, wenn das hier das Ablaufdatum sein soll, wäre das 8/2017 abgelaufen. Hier 6/2017. Ich denke mal, dass das tatsächlich das Ablaufdatum ist. Leute, ich weiß nicht, ich denke mal, die werden hier einfach das alte Fett reingekippt haben und das wird da auch noch drin sein. Und auch hier noch Fett stehen, 8/2017. Ja, dran vorbei. Da ging es eben hoch. Jetzt hoffe ich, dass der Heiko da weg ist. Meine
erzählt sich, dass hier tatsächlich auch eine Näherei früher drin gewesen sein soll, wo Dinge also genäht wurden, also wirklich Uniformen für den Ersten Weltkrieg. Angeblich hat irgendein Erwächser irgendwann mal sich da 7 Uniformen, die hier noch irgendwie lagern, geschnappt und bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Ob das wahr ist, weiß man natürlich nicht. Und ja, wie gesagt, Freudenhaus, auch das Ganze nicht wirklich legal, wurde auch unter besonderen Umständen, so nenne ich es jetzt erstmal, geschlossen. Schieben wir diesen Gedanken aber erstmal beiseite und gehen mal hier in eins der, ja, weiß nicht, waren das so eine Art Büroräume. Was jetzt hier interessant ist, rechts, Rechtsanwälte und Notare, Vertrag. So und so vom 1.7.13 bis 31.7.13 462 Euro. Da sie sich im Bezug befinden, offene Hauptforderung GEMA-Gebühren. Ja, das wird noch aus dem Bestand, aus den Zeiten der, den Bestandszeiten der Disco sein. Hier geht es ja um GEMA-Gebühren auch. Aufforderung zur Erfüllung der Meldepflicht nach dem Meldegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen. Infoscore, Forderungsmanagement. Haben wir hier tatsächlich ein paar Fotos eventuell? Ja, hier haben wir Fotos. Die haben sich praktisch selber gepixelt und aufgelöst. Ja, was soll man dazu sagen? Ein bisschen erkennen kann man es, glaube ich. Da sitzt eine Dame auf einem Bett. Und hier, oh, die sind aber auch echt sehr ranzig. Sieht man dann tatsächlich ein kleines Kind. Wahrscheinlich hat hier wirklich tatsächlich auch eine Familie mit mindestens einem Kind gewohnt. Was für mich dann auch wieder ganz, ganz kritisch ist. Ich sehe das ganz, ganz kritisch, einfach weil es hier auch um ein illegales Freudenhaus geht. Wir haben hier auf jeden Fall einen richtig schönen Schrank noch, der auch innen tatsächlich einen Spiegel hatte. Im Schrank stehen jetzt, anders als erwartet, ganz, ganz viele Gläser. Ich habe jetzt mit Kleidung gerechnet. So, einmal gedreht haben wir hier dann noch so eine kleine Behelfsküche. Ist schon wirklich wie so eine kleine Teeküche. Hier oben finde ich es auch einfach so ein uriges Bild. Hier kommt die Tapete runter und fällt tatsächlich hier auf diese Regale. Haben wir auch noch Schneidebretter an der Wand. Haben wir da hinten in der Ecke. Sind tatsächlich noch ein voll eingerichteter Schrank mit, ja, Brühe und nochmals Brühe, Kaffee. Dinge, die den Menschen am Leben halten, wenn sie nachts viel ackern und rattern. Da oben, das sieht auch sehr seltsam aus. Fast schon wie so ein Pilz, der von der Decke tropft. Nichtsdestotrotz möchte ich hier wieder raus. Ich merke jetzt schon wieder, dass die Tür mich festhält. Lässt du mich los? Dass meine Nase brennt. So, und hier vorne, ich denke, ihr könnt so nichts mehr erkennen, liegt tatsächlich ein Vollstreckungsbescheid vom 3.8.2013. Ich habe schon erzählt, dass das hier nicht ganz sauber irgendwie ablief mit dem Auszug. Würde jetzt auch erklären, warum noch so viel da ist einfach. Tatsächlich gab es hier einen Rieseneinsatz mit SEK und ja, eine Räumungsklage und einen Räumungsbescheid, der dann tatsächlich durch die Staatsgewalt umgesetzt wurde, weil die Leute sich dann scheinbar geweigert haben, das Ganze hier zu verlassen. Schon sehr krass, muss man sagen. Man hat hier immer das Gefühl, es kommt gleich jemand. Also jetzt nochmal, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Da vorne geht es verwinkelt weiter. Von da kommen wir, ist auch übelst verwinkelt. Wir stehen jetzt hier und haben praktisch hier auch nochmal einen Bereich. Den gucken wir uns auch als erstes an. Dann kommt man hier und das riecht tatsächlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es in einem Freudenhaus riecht, was in Benutzung und in Betrieb ist. Hier riecht es aber tatsächlich so zwischen ranzig und natürlichem Verfall und ja, süßlich, duftend, frisch, jung, blumig. Also tatsächlich noch. Dann haben wir hier ein erstes Etablissement-Zimmer. Ohne Zimmerservice, beziehungsweise mit Zimmerservice der besonderen Art. Auch hier ist alles überzogen mit so einem... Man sieht es hier an der Matratze vielleicht ganz gut mit so einem blauen Pulver einfach. Aber schaut mal, da hinten der Schuh, so ein bisschen in die Richtung geht es ja halt schon. Dann haben wir hier noch ein Bikini-Oberteil. So, dann wollen wir mal zurück in den Bereich, wo ich glaube, dass hier Damen getanzt haben. Hier so eine kleine, so ein Podest, so eine Erhöhung auch mit Spiegel dahinter. Kamst du hier wahrscheinlich um die Ecke und konntest einer Dame dann zugucken, wie sie sich... Ah ja, da oben haben wir auch noch eine Schwarzlichtlampe. Wie sich hier die Dame lassiv zu irgendwelchen rhythmischen Beats bewegt hat. Hier muss ich sagen, riecht es jetzt sehr nach Gülle schon fast. Ja, ich lasse es so stehen und so wirken. Könnt ihr euch euren Teil denken. Jetzt haben wir hier eine Tasse. Nur gucken, nicht anfassen. Ah ja, das war wahrscheinlich extra für die Thekendame. Das alle wussten, sie nicht. Ja, tatsächlich würde ich das auch echt so als Tanzbereich beschreiben.
Hier wieder eine Erhöhung. Dahinter sind diese Wellenspiegel. Da so ein bisschen Blümchendeko. Und jetzt sehe ich hier an der Wand. Oh, jojojojojo. Hier muss ich ganz besonders scharf pixeln, vor allen Dingen. Sehr scharf. Das sind sehr lassive Bildchen hier. Ich glaube aber nicht, dass das von den Damen Bilder sind, die hier gearbeitet haben tatsächlich, weil das Etablissement anders aussieht. Okay. Also oben steht bizarr und extrem. Ich bestätige das hiermit. Oh, hier ist es rutschig. Ich will nicht wissen, warum das hier rutschig ist, Mama. Nee, lieber nicht, Mama. Zurück zum Thema, zurück zur Ernsthaftigkeit. Insofern, dass in so einer Location überhaupt geht, ernst zu bleiben. Wirklich bizarr und ich bin schockiert. Hier könnte ich mir vorstellen, vielleicht die XXX-Dame gesessen, die Gurkendame, die Gurkenmutter und hat hier praktisch den Eintritt genommen. Hier war halt, konntest du direkt mal erstmal ablatzen, ne? Ich meine, du hattest ja hier auch sofort hattest du hier Service. Der Service hörte aber da halt nicht auf, denn da fing er erst so richtig an. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich eigentlich ganz cool gemacht. Ich muss es halt aber leider pixeln. Schade, dass ich euch das nicht zeigen kann. Hier haben wir dann erst nochmal so einen Teeküchenbereich. Ja, nee, das muss jetzt nicht sein. Komm mal hier her. Der ist auch noch voll. Bleibt mal schön da stehen. Da, wirklich ranzig. Ranzig, sage ich euch. Oh, das ist definitiv eine geklaute Tasse. Die gehört hier nicht her. Ja, und guckt euch mal diesen äußerst delikaten, deliziösen Herd an. Nein, oh nee. Leute, ich werde es nicht anfassen, aber könnt ihr das vielleicht auch durch den Deckel erkennen, dass da echt noch Essen? Ne. Ihr wisst, dass ich wirklich hart im Nehmen bin, ne? Aber hier... Oh. Nee, ich will nicht schon wieder meine Video rügen. Also raus hier. Da ist mir dieses blumige, mädchenhafte Geruch von hinten einfach lieber. Hier ist die Luft auch gleich wieder besser, liegt aber einfach daran, dass hier ein frischer Luftzug reinkommt. Ja, wie gesagt, hier geht's halt raus in den Garten. Kann ich euch aber von hier einmal zeigen. Da war auch so ein bisschen Lounge-Bereich. Da allerdings sind die Nachbarn, die wahrscheinlich damals schon nicht sehr begeistert davon waren, was sich in ihrer unmittelbaren Umgebung abspielt. Und ich glaube, die werden auch nicht begeistert, wenn sie jetzt wissen, da laufen ein paar Verrückte durch das Ding und filmen das auch noch. Da haben wir ein bisschen Zahnpasta, ein paar Kerzen für die Romantik und so. Hier ist nichts mehr drin. Wie ich das jetzt mit der Zahnpasta verstehen muss, soll, weiß ich nicht. Also wenn der eine Kunde raus war, ist die Dame wahrscheinlich gar nicht duschen gegangen, sondern hat sich nur mal schnell die Zähne geputzt. Was meint ihr? Wir haben da hinten noch weitere Räume. Dazu müssen wir hier aber erstmal möglichst ohne Kraft sein. Ich habe jetzt irgendwas unter den Schuhen, was äußerst rutschig ist. Also ich kenne mich nicht aus, aber meine Fantasie geht ja immer mit mir durch. Und auch hier habe ich Bock da drin. Auch hier geht sie mit mir durch. Ich weiß nicht, was sagt ihr denn dazu? Glaubt ihr, dass hier mal jemand gesessen hat? Da auf diesem Ledersofa und sich reingezogen hat, was die Dame, die hier vielleicht gemacht hat, praktisch sich dann angeschaut hat. Hier haben wir auch noch so einen roten Lederstiefel. Ein Preisschild 39 Euro, 39,95. Monika, wenn du das siehst, du hast deine Stiefel vergessen. Die waren nicht so günstig, finde ich. Warum lässt du die hier? Ja, hier haben wir dann noch so ein bisschen Baby-Sensitive-Öl. Set 5 Masken für 89,50 Euro. Das gibt's auch günstiger. Nicht, dass ich mich damit auskenne mit Masken oder so. es hätte mich auch gewundert, wenn wir hier sowas nicht gefunden hätten. Die mag ich tatsächlich sehr gerne. Die Farbgestaltung hätte man noch anders machen können, aber gut. Wir befinden uns ja hier nicht in einem gemütlichen Wohnhaus, sondern in einem einschlägigen Etablissement. Ich mag das Wort irgendwie. Hier sind wir dann auch im letzten Zimmer. Es wird dann natürlich gepixelt, aber hier sind... was ist das überhaupt für eine Zeitung? Nein, das klebt, Alter. Ich will es nicht anfassen. Ich habe es aber schon getan. An dieser Stelle macht das nicht nach. Ich bin froh, dass ich einen halben Liter Desinfektionsmittel im Auto habe. Das wird gleich erstmal komplett ausgiebig genutzt. Überall in den Zimmern sind auch Aschenbecher. Und weiß ich nicht, Leute, keine Ahnung. Ich muss es ja eh pixeln, aber ich glaube, den Fleck kann man trotzdem erkennen. Was ist das? Was ist hier? Was hat hier stattgefunden? Warum sind da so komische Flecken im Bett? Ich meine, okay, die hellen Flecken, das kann ich mir denken. Aber die dunklen, was war hier los? So, hier haben wir auch noch ein Handtuch, was untergelegt wurde dann.
da findet meine Fantasie dann tatsächlich auch eine Grenze gerade. Es tut mir aber leid, dass dieses Video, also zumindest dieser Bereich des Videos, nicht komplett ernsthaft von mir gestaltet werden kann. Ich finde das tatsächlich ein bisschen amüsant, auch wenn ich hier ständig Schiss habe und mir der Puls geht bis nach Meppen. So, hier hinten in der Ecke ist jetzt auch, ach Leute, habe ich in dieser Form auch noch nicht gesehen, die Pizza. Also man kann sich noch denken, dass es Pizza mal war. Leute, der schwarze Fleck, die Tube, Smooth Leather, es ist Smooth Leder. Gut, also einen Schritt weiter sind wir hier. So, Experience, hier drin sind wir fertig, hier habe ich euch alles gezeigt, ich hoffe, das hat euch schon gefallen. Es fehlt aber noch die Disco, dafür wird es jetzt ein bisschen tricky und auch ein bisschen heiß. Wir müssen nämlich einmal über den Parkplatz, ums Gebäude rum, in die Disco. Ich hoffe, das geht gut. Ganz blöd ist, wenn der Akku anzeigt, dass er nur noch 28% hat. Ich hoffe, hierfür wird es reichen. Starke. Wir müssen jetzt halt wirklich ein bisschen beeilen. Hier fahren die ganze Zeit Autos. Da vorne müssen wir rein. Da vorne, wo die Autos stehen, da müssen wir rein. Und hier fahren die Autos, wie man hören kann. Schwupp. Was war das denn gerade? Hier riecht es nach Currywurst Pommes. Hier haben wir wieder eine Tür. Stinkt echt nach Currywurst Pommes. Und sie ist auch noch auf. So wie es hier aussieht, konnte man hier dann tatsächlich seine Kleidung abgeben. Viel Platz war hier tatsächlich nicht. So, jetzt gucken wir einmal hinter. Ah, das ist so schwer. Junge, ich bin auch so klein immer an den Stolperfalle. Hinter die Garderobe, in die Garderobe, wie auch immer. So, hier haben wir dann die Kleiderhaken. Mit Nummern auch dran, natürlich. Auch doppelt. Ach, schaut mal. Das ist auch sehr interessant, finde ich das jetzt. Hier, der letzte Abend. Ja, das spricht halt auch nochmal dafür, dass das hier wirklich praktisch mit SEK und sowas beendet wurde. Diese Doppelkarten sind einfach dafür gedacht. Die eine Hälfte kriegt man natürlich selber, wenn man seine Jacke abgibt. Und die andere bleiben am Haken, dass man auch die Jacken dann am Ende zuordnen kann. Nur für den Fall, dass ich jüngere Zuschauer habe, was ich in diesem Fall eigentlich nicht hoffe, weil wir uns auch ganz andere Dinge angesehen haben. So, hier wieder. Oh mein, ey, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen. Oh, da geht's runter. Wie schwer diese Schwingtür ist und schaut's euch an. Ich bin einfach zu klein. Hätte ich nicht etwas größer wachsen können? Oh mein Gott. So, hier oben finde ich nochmal ziemlich cool. Es soll so 3D-mäßig sein. Ist eigentlich einfach gemacht hier. Es sind einfach, sieht aus wie Schuhkartons, die einfach mit Folie überzogen wurden. Wirkt aber tatsächlich sehr edel. Jetzt geht's hier nochmal weiter. Es ist so eine verwinkelte Kiste hier einfach. Wahnsinn. Hier haben wir nochmal, ja, ich nenne es ja immer so ganz gerne das Bosszimmer. Also ich glaube, hier war der Boss untergebracht. Boah, ey. Ich weiß nicht, was hier stinkt. Also letztes Wochenende hat das ja auch nicht gestunken. Das bedeutet, oh mein Gott, oh mein Gott. Da sieht man den Schweiß auf meiner Stirn hier, keine Ahnung. Nee, weg. Boah, 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 weg, 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 weg. Oh mein Gott, stinkt das da. Irgendwann, nee, ich kann nicht mal ansatzweise in die Nähe dieses Zimmers kommen. Tut mir leid, Leute. Vielleicht ist der Heiko da heute härter drauf als ich. Guckt bei dem auf jeden Fall auch vorbei. Guckt euch das Video an. Guckt's bei uns beiden. Und ja, wie gesagt, vielleicht ist er da härter. Da bin ich raus. Wir gehen jetzt in die Disco. Da habe ich eh mehr Spaß. Wann tanzt du denn nochmal? Wenn da 200 Daumen nach oben sind, aber die sind noch nicht drauf. Und wenn auf das nächste Disco-Video, das geht auch, ne? Mal gucken. Auf jeden Fall 200 Daumen noch auf das nächste. Ich verlinke das hier auch nochmal auf das Video. Ich will den Tanzen sehen. Die Daumen nach unten werden abgezogen. Das wäre nicht fair. So, dann kommen wir dann tatsächlich jetzt auch hier in den Disco-Bereich. Und man muss sagen, es ist irre groß. Es ist wirklich irre, irre groß. Hier an der Seite haben wir dann direkt so ein paar Tische, wo man sich dann erstmal aufhalten konnte. Dann haben wir hier eine Bar und tatsächlich haben wir hier noch tatsächlich ordentlich Alkohol. Das hätte ich jetzt so auch gar nicht vermutet. Hier stehen auch noch ein paar Strohhalme sind hier noch da. Dann haben wir hier, scheinbar hat hier schon irgendwie versucht, ja, ein paar Kabeldiebe haben wahrscheinlich hier schon versucht, sich ein bisschen an so ein paar Kabeln auch zu bedienen. Da oben übrigens, meine Damen und Herren, habe ich vorhin gestanden
und habe gesagt, dahinter ist die Disco. Ja, in der befinden wir uns dann jetzt. Also hier konnte man locker zu fünft hinterarbeiten, ohne sich gegenseitig im Weg zu stehen. Wenn man schon in der Disco ist, ne Leute, dann gehört hier so ein bisschen dazu einfach. So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch kurz den Raucherbereich, der so zugewuchert ist, dass da eigentlich gar nichts mehr raucht. Und dann sind wir auch schon durch hier. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass hier da jemand langläuft. Kann ein anderer Überwächser sein? Heiko kann es nicht sein, der ist drin. So Leute, es ist gerade tatsächlich hinten jemand ins Gebäude gegangen. Das heißt, ich werde jetzt dem Heiko Bescheid sagen. Heiko, es ist gerade auf der anderen Seite jemand ins Gebäude gegangen. Ich habe Schritte gehört und die Tür. Alles klar, ich komme raus. Okay, dann einfach los. Jetzt bin ich safe, Heiko, oder nicht? Oh. Jetzt ist das safe. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Däumchen da, auch beim Heiko. Und schreibt mal, ob das gut war, zu gehen oder nicht. Wir sind raus. Ciao!